Dubai ist von Grund auf glamourös. Im Jahr 1986 ging dieser Mann vollends daran, ein verschlafenes Fischerdorf in eine glänzende Megastadt voller Wolkenkratzer zu verwandeln. Alles basierte auf Ölgeld. Jahr für Jahr begannen Investoren und Expatriats in die Stadt zu strömen. Und nun beherbergt Dubai Halensky-Gebiete. Freiluft-Wasserparks, drohnengesteuerte Wetterkontrolle, futuristische Gärten und schwimmende Tennisplätze. Aber ist alles so rosig, wie es scheint? Die Stadt ist auf wandernden Sanden in einer Wüste erbaut, in der die Temperaturen 115 Grad Fahrenheit überschreiten können. Könnte Dubai diese katastrophale Mahnung sein, die darauf wartet, einzutreten? Es könnte sein oder auch nicht. Finden wir es heraus. Nun, eines der fragwürdigsten Projekte dieses Emirats könnte tatsächlich in Gefahr sein. Ich spreche von den künstlichen Inseln Dubais vor der Küste. Gebaut aus Sand, der vom Meeresboden hochgezogen wurde, sind sie Teil eines äußerst ehrgeizigen Plans, Resorts und Wohnhäuser für die Superreichen zu schaffen. Doch momentan sind die meisten dieser Inseln weitgehend verlassen und ihr Markt ist zusammengebrochen. Und das Schlimmste? Oh, niemand hat ein solches Ergebnis erwartet. Sie versinken bereits wieder im Meer. Werfen wir einen genaueren Blick auf diese Wunderinseln. Es gibt drei Palmeninseln. Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali und Palm Deira, ein Archipel aus 300 kleinen Inseln genannt die Welt und eine letzte Gruppe kleiner Inseln gestaltet nach Sternbildern. Das Universum. Die Bauarbeiten begannen im Jahr 2000 mit den Palmeninseln. Das Hauptziel war es, eine weitere Oase innerhalb der Oase Dubai zu schaffen. Mit mehr Geschäften und luxuriöseren Waren, mehr Resorts und Hotels, mehr Restaurants und mehr Stränden. Die Palmeninseln haben beispielsweise villenartige Häuser in zeitgenössischen Stilen innerhalb abgeschirmter Gemeinschaften. Es stellt sich heraus, dass sie dazu gedacht sind, den Lebensstil der Hollywood Hills nachzuahmen. Derzeit ist Palm Jumeirah die am weitesten entwickelte Insel von allen und verfügt über funktionierende Geschäfte, Wohnungen und Hotels. Die anderen beiden Palmeninseln gelten als eher unterentwickelt, wenn nicht sogar verlassen. Was den Archipel The Universe betrifft, so haben die Arbeiten daran noch nicht einmal begonnen. Und gleichzeitig soll er bis zum Jahr 2028 fertiggestellt sein. Das Archipel der Welt ist bei seiner Entwicklung von einem Problem zum nächsten gestolpert. Die meisten Probleme standen im Zusammenhang mit der Verwendung von Sand aus dem Meer zum Bau der Inseln. Erosion durch Wasser und Wind begann von Anfang an, die Inseln abzutragen. Aber das ist nicht das einzige Problem. Um die Sache noch schlimmer zu machen, drohen steigende Meeresspiegel, sie vollständig zu verschlingen. Hinzu kommen wirtschaftliche Probleme, die seit 2008 nicht nachgelassen haben. Aber lassen Sie uns ins Detail gehen, um zu sehen, wie wirklich katastrophal das ganze Unterfangen ist. Palm Jumeirah, die bisher einzige erfolgreiche Inselgruppe, versinkt buchstäblich mit einer Rate von 5 mm pro Jahr. Es stellt sich heraus, dass auf dem Meeresboden aufgehäufter Sand nicht besonders geeignet ist, das Gewicht von Hunderten und Tausenden Tonnen von menschengemachten Strukturen zu tragen. Die Inseln Dubais versinken, der Meeresspiegel steigt, das ist offensichtlich. Aber konnten die Ingenieure hinter diesen großartigen Projekten ein solches Ergebnis nicht vorhersehen? Anscheinend nicht. Die Wellenbrecher um die Inseln herum haben eine Höhe von gerade einmal 2 Metern. Das liegt weit unter jeder ernsthaften Schutzhöhe. Außerdem führt Wasserosion dazu, dass jedes Jahr zwischen 1000 Kubikmetern und 15.000 Kubikmetern Sand abgetragen werden. Und diese Zahlen werden steigen, da die globale Erwärmung Wetter und Gezeiten des Ozeans verschärft. Wir sollten auch die ökologischen Probleme erwähnen, die der Bau der Inseln verursacht hat. Zum einen wurden im Prozess zu viele natürliche Ressourcen verwendet, was zum Rückgang der Artenvielfalt und zum Aussterben von Wildtieren und Vegetation geführt hat. Die Inseln sind äußerst schädlich für das Meeresleben und das Ökosystem. Dubai verbraucht enorme Mengen an Energie und natürlichen Ressourcen.
Der durchschnittliche Wasserverbrauch in Dubai im Jahr 2019 betrug 550 Liter pro Person pro Tag. Der höchste Verbrauch in irgendeinem Land. 98% dieses Wassers stammen aus Entsalzungsanlagen, die erhebliche Mengen fossiler Brennstoffe verbrauchen. Außerdem hatte die umfangreiche Verwendung von Meeressand und Sedimenten zum Bau der Inseln katastrophale Folgen für das lokale Ökosystem. Während der Bauarbeiten trübten sich die Gewässer durch Schlamm, wodurch einst reichlich vorhandene Meeresbewohner erstickt wurden. Zum Beispiel wurden Austernbänke mit 5 cm Sediment bedeckt. Nun wollen wir einen genaueren Blick auf eines der Projekte werfen, die Weltinseln, und die tiefsten Geheimnisse dahinter entdecken. Der Bau begann Anfang der 2000er Jahre. Seitdem war das Projekt von einem Schleier aus Gerüchten umgeben, von prominenten Käufen bis zu extravaganten Hotelprojekten. Viele Jahre lang schien die Fertigstellung unwahrscheinlich, nachdem die Inseln nach der Finanzkrise im Jahr 2008 größtenteils verlassen wurden. Eines der ehrgeizigsten Projekte der VAE drohte fast zu einer Geisterstadt zu werden. Gleichzeitig wächst der Ruf Dubais als Luxusurlaubsziel und Investitionszentrum. Dies hatte auch Auswirkungen auf die einst verlassenen Weltinseln. Zum Beispiel eröffnete die globale Hotelgruppe Anantara ein 70-Zimmer-Resort namens Anantara World Islands Dubai Resort. Glauben Sie nicht auch, dass dies neue Hoffnung für dieses Reiseziel weckt? Was sind also genau die World Islands? Sie liegen etwa 4 Kilometer vor der Küste von Dubai im Persischen Golf. Es handelt sich um eine Sammlung kleiner Inseln, die die Welt im Miniaturformat nachbilden. Jede Insel trägt einen eigenen Namen, der einem bestimmten Land entspricht. Der Archipel wurde von der in Dubai ansässigen Firma Nakheel Projects geschaffen. Dieser Name ist mit vielen hochkarätigen Projekten verbunden, einschließlich St. Regis Dubai, The Palm. Die künstlichen Inseln wurden gebaut, indem Sand aus dem Golf entnommen und an den vorgesehenen Platz verbracht wurde. Mehrere Millionen Tonnen Felsen wurden verwendet, um sie an Ort und Stelle zu halten. Insgesamt gibt es 300 Inseln und jede erstreckt sich von 22.200 bis 88.600 Quadratmetern. Bislang wurden bereits mehr als 14 Milliarden Dollar in den Bau investiert. Die Entwickler hatten während des Prozesses mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Neben dem Arbeitsstillstand gab es auch Gerüchte, dass die World Islands wieder im Meer versinken würden. Über viele Jahre hinweg war das Projekt Heart of Europe das überzeugendste. Seine Entwicklung wird dazu führen, dass eine bestimmte Anzahl der Inseln in The World in den Kontinent Europa verwandelt wird. Es ist geplant, dies so weit umzusetzen, dass in einigen Bereichen künstliche Wetterbedingungen mit Regen und Schnee erzeugt werden könnten. Das Herz Europas umfasst den Bau mehrerer luxuriöser Hotels, privater Herrenhäuser und sogar schwimmender Villen. Jede dieser Villen ist darauf ausgelegt, die Menschen zu verschiedenen europäischen Zielen zu transportieren, einschließlich Venedig, Schweden, Monaco und Deutschland. Dieses ehrgeizige Projekt befindet sich noch in der Entwicklung und die Gruppe sucht nach potenziellen Investoren. Aber das wahrscheinlich aufregendste Projekt der World Islands ist das Anantara World Islands Dubai Resort, von dem ich zuvor gesprochen habe. Es befindet sich in der Region Südamerika der Inseln und bietet einen großartigen Blick über die Hauptstadt. Eröffnet wurde es im Jahr 2021. Zu den Unterkünften des Resorts gehören Suiten, Strandvillen und Poolvillen. Derzeit ist es das einzige eröffnete Resort im gesamten Archipel, was ihm ein Gefühl von Abgeschiedenheit und Privatsphäre verleiht. Interessanterweise bleiben die Entwicklungsmöglichkeiten und Kaufgelegenheiten streng geheim. Es gab eine alte Anzeige auf einer Internetseite für die gesamte Sammlung zurück, bis zu dem Zeitpunkt, als die World Islands noch ein faszinierendes Projekt waren. Doch später war nur noch eine einzelne Insel zum Verkauf verfügbar. Welche Insel es war, wurde nicht bekannt gegeben. Aber die Anzeige beschrieb sie als eine 77.000 Quadratmeter große, unbebaute Insel.
und der geforderte Preis dafür betrug 16 Millionen Dollar. Es mag nach viel Geld klingen, wenn man die Probleme rund um das Projekt World Islands bedenkt. Aber die Inseln könnten leicht im Wert steigen, wenn das Anantara Resort den Erwartungen aller gerecht wird. Übrigens, wenn du ein Stück von den Weltinseln besitzen möchtest, aber keine zum Verkauf findest, erkundige dich nach privaten Kaufmöglichkeiten im Heart of Europe. Dieses Projekt bietet seinen Investoren die Chance, entweder ein zweites Zuhause auf einer seiner Resortinseln zu kaufen, einschließlich luxuriöser Villen und Herrenhäuser, oder eine unglaublich exklusive Privatinsel zu erwerben. Ich frage mich, wie sieht es mit dem Lebensmitteleinkauf aus? Soweit ich weiß, fehlt es dort an Infrastruktur. Ich meine, gibt es dort überhaupt DoorDash? Oder muss man den ganzen Weg zum nächsten Luxushotel gehen, um zu frühstücken? Andererseits, wenn man bedenkt, was man dort für eine Immobilie bezahlt, sollten die Kosten fürs Frühstück nicht die größte Sorge sein.